Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Und ihr hört schon, das ist eine andere Hintergrundmusik. Denn ich habe Mod installiert, ohne dass da Mod steht. Wie cool ist das denn? Und zwar eine Zelda-Mod, wer es nicht erkannt hat. Sollte man aber raushören. Und ja, wir können eigentlich spielen, wen wir wollen. Aber mit Eve haben wir noch gar nichts. Aber Eve habe ich eigentlich keine... Nur mit Eve haben wir nichts. Oh, aber Eve wird nichts. Egal, wir spielen Eve. Nein, normal. Warte, ihr dürft das noch gar nicht sehen. Ich gehe nochmal kurz raus. Denn wir wollen natürlich im Hard-Modus... Jawohl, mit Eve. Ja, komm, wir spielen trotzdem im Hard-Modus. Und zwar Zelda-Mod. Der wurde heute vorgestellt, also gestern. Heute für mich und gestern für euch. Und sieht das nicht voll geil aus? Ist nicht mehr so düster, klar. So wie das normale Isaac, aber hat was, finde ich. Und die Musik. Ich liebe einfach die Musik. Dazu sei gesagt, die Mod ist noch nicht fertig. Die hat er nur schon mal vorgestellt. Das ist auch die allererste Version, die er rausbringt. Und ich konnte auch nicht alle Dateien verwenden, die er hatte, der Mod-Ersteller. Au. Denn normalerweise wären die Steine und die Pötte sehen noch anders aus, aber wenn man das macht, die Dateien einfügt, dann wird da wieder Mod stehen. Und wie geil ist das bitte? Diese Geräusche. Und da ich natürlich meine Errungenschaften nicht missen möchte bei Steam, darf ich jetzt natürlich die Dinger nicht benutzen. Und die XML-Dateien musste ich auch rausschmeißen, weil sonst hätte man, glaube ich, unendlich Bomben etc. Aber ihr seht schon, die Wände sehen anders aus, der Boden sieht anders aus, hier die Türen sehen anders aus. Das ist dann so ein geiles Treehouse. Die Musik ist auch verändert worden. Und ich glaube auch ein paar Items, wie zum Beispiel der Kompass oder die Karte. Die sehen, glaube ich, auch anders aus. Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, außer halt... Doch, man sammelt auch Rubine ein, statt Münzen. Das finde ich auch sehr schön. Und es ist halt alles viel farbenfroher als das normale Isaac. Wie gesagt, jetzt wo ich das aufnehme, ist es erst seit 20 Stunden draußen. Und du Spinne könntest dann gerne mal sterben, danke. Und ja, ihr seht schon, Bomben sehen anders aus. Hier auch links. Das oben soll eine Rubine sein, auch wenn das wie ein Schleim aussieht. Und Schlüssel sehen auch anders aus, das ist alles cool. Und vor allem der Sound. Der Sound macht das alles aus hier irgendwie. Ja, und der Mod wird halt noch ein bisschen weiterentwickelt. Bis er dann vollständig fertig ist. Ich würde euch auch empfehlen, noch zu warten, bis er dann ganz fertig ist, wenn ihr diesen Mod auch spielen wollt. Obwohl er jetzt auch schon sehr geil ist, finde ich. Aber müsst ihr halt gucken, welche Dateien ihr reinnehmen dürft und welche nicht, damit da nicht Mod steht. So. Wir haben keinen Schlüssel, das heißt, wir können nicht in den Shop rein. Aber wir haben eine Pille, Full Health. Yay. Eine Full Health Pille für uns. Ein Rubin, juhu. Und ich glaube... Ich habe schon gesehen, Arcade ist noch nicht anders geworden und Womp sieht auch noch gleich aus. Aber in The Womp war ich noch nicht. Ich habe es nur kurz angetestet und da war dann der Arcade. Und da habe ich dann entsprechend auch gesehen... Ah, das hätte ich besser machen können. Das hätte ich viel besser machen können. Verdammt. Egal. Da habe ich dann auch gesehen, dass Arcade nicht verändert worden ist. Aber wenn wir jetzt zum Boss gehen, dann hört man den Sound an. Das ist so episch! Das fühlt sich doch viel mehr nach einem Bosskampf an. Einfach mit dieser Musik. Statt beim normalen Isaac. Oh nein, das ist natürlich der Hand. Das heißt, wir sind im Keller. Oh nein, wir sind im Keller. Hilfe! Oh, okay, vielleicht sterben wir, weil wir auch so wenig Schaden halt machen, da wir ja blöde Eves sind. Der einzige Charakter, den ich überhaupt nicht kann. So überhaupt nicht. Okay, ich hoffe einfach, dass er uns nicht allzu sehr wehtut. An sich muss man ihm einfach nur rechtzeitig ausweichen. Weil an der Seite wird er wahrscheinlich seinen Laser nicht machen, wenn ich mich recht entsinne. Au. Okay. 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 Shit. Das tat jetzt schon weh. Okay, er ist tot. Nein, ich wollte die Herzen noch mitnehmen. Ich wollte noch gar nicht runter. Ja geil, jetzt haben wir nur ein halbes Herz. Und dabei sind wir so stark. Weh, ich sterbe jetzt an euch. Lasst mich leben. Jetzt, ich habe das halbe Herz nicht mitgenommen. Das nervt mich gerade. Das ärgert mich. Oh Gott, bitte lasst da Leben drin sein.
Danke. Okay. Gut, dann ist ja alles gut. Wir haben sogar ein Pentagramm gefunden. Das heißt, wir sind sehr stark. Und dazu haben wir noch das Hure von Babylon-Ding. Haha. Rubine, alles meine. Die Rubine sehen auch anders aus. Die grünen sind natürlich eine. Was ich schade finde, ist, dass die roten 10 sind. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil in den neuesten Zelda-Teilen ist, glaube ich, ein Rubin 5 wert, oder? In irgendeinem Teil waren die mal 10 wert. Das kann sein. Aber an die, die ich mich erinnere... Das ist auch so geil. Als wenn man einfach so ein Item findet. Und es ist ja auch so. Der Sound ist etwas so nice. So, Wage, was macht denn Wage? Blutlust ist das doch, oder nicht? Genau, wenn wir getroffen werden, dann werden wir stärker. Ist doch so, oder? Das ist doch das Samson... Samson Starter-Item. Oder hat Samson von Anfang an die Locke? Nee, der hat das, genau. Ja, okay, weiß Bescheid. Noch eine Bombe für uns. Ich glaube, die Super, die Tollbomben sehen auch noch anders. Also, die sehen gleich aus, so wie vorher auch. Da hat sich auch nichts verändert. Und bei den ganzen Gegnern halt auch noch nicht. Aber das hatte alles noch vor. Er möchte irgendwie alles verändern, was überhaupt geht in diesem Spiel. Die Steine sahen halt auch so blau aus in seinem Mod. Aber das, wenn man das reinpackt, dann kann man halt nicht... Dann sieht das Spiel das als Mod an und... Das will ich nicht. Deswegen habe ich die rausgehauen. Aber so ist das ja auch schön. Vor allem mit der Musik. Ich liebe die Musik von Zelda. Boah. Ich bin so ein richtig kleiner Zelda-Fanboy. Damals habe ich meinem Bruder immer zugeguckt, wenn er The Legend of Zelda Ocarina of Time noch gespielt hat auf dem Nintendo 64. Dann war quasi mein Bruder der erste Let's Player, den ich je gesehen habe. Wow. Hammergeil. Das hat richtig Spaß gemacht, den immer zuzugucken. Ach ja, so ist es. Und jetzt bin ich der Let's Player. So kann's kommen. Oh, Tears Up. Nice, dankeschön. Vielleicht durch diese Musik schaffen wir vielleicht mal was mit Eve. Das wäre ganz cool. Aber wie gesagt, der Mod hätte sonst auch verändert, dass wir, glaube ich, mehr Bomben hätten und alles. Aber das habe ich auch rausgenommen, weil das sonst auch wieder als Mod erkannt worden wäre. Und das ist ja auch unfair. Vielleicht, oh, was kriegen wir denn für böse Gegner hier? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Au. Na, wenigstens kriegen wir ein AP ab. Was kommt da eigentlich nach dem Sound? Okay, ist das ein anderer als in der normalen Welt? Ja, ist es. Oh, ich finde das so geil. Sorry. Sogar hier ist ein neuer... Oh, nice. Sogar im Teufelsraum ist ein neuer Sound. Gut, dann gehen wir gleich das Lebensupgrade, das wir bekommen haben, wieder aus. Oh, wie geil. Und es ist ein neuer Sound, ja. Krass. Ich liebe das. Ich... Jo, einfach als wenn wir bei so einer Fee wären. Okay, jetzt müssen wir auch nochmal nachgucken. Warte, setzen wir einen Schlüssel? Ah, ja, komm. Wir nehmen einen Schlüssel. Genau. Die Musik, Leute, ich liebe es. Krass. Gut, ich möchte dieses sehr Options-Ding haben. Ja, da kommt Rubine raus. I love you. Oh, ist das schön. Das ist so schön alles hier. Ich fühle mich voll an meine Kindheit zurückversetzt hier. Ich hoffe nur, ich kriege keinen Strike durch die ganze Musik. Das wäre nämlich ein bisschen schade. Aber eigentlich habe ich ein Testvideo gemacht, wo ein bisschen Musik drin war. Und da hatte ich keine Probleme. Okay, hier muss er natürlich noch einen anderen Sound einfügen, aber sonst... Oh. Okay, wird ja immer düsterer. Okay. Kriegt auf jeden Fall zur Stimmung bei. Boah. Ah, hier, das ist doch, wenn die Story erzählen, dann ist das dieser Sound. Natürlich. Immer wenn sie von Ganondorf erzählen oder so, dann kommt immer diese böse Musik. Oh, richtig geil. Richtig, richtig geil. Krieg grad voll Lust, wieder The Legend of Zelda zu spielen.
Und bald kommt ja auch ein neues für die Wii U. Aber leider habe ich keine Wii U. Aber vielleicht kaufe ich mir dafür eine. Weil The Legend of Zelda ist einfach cool. Habt ihr denn schon The Legend of Zelda mal irgendwann gespielt? Wenn nicht, dann schämt euch und holt das gefälligst nach. Das ist einfach eines der geilsten Spiele, die es überhaupt gibt. Oder Spielreihe, die es überhaupt gibt. So. Vor allem passt Isaac ja richtig gut dazu. Das ganze Spiel ist ja an The Legend of Zelda angelegt. An die früheren Teile. Oh, die Sounds sind doch richtig perfekt. In so einem Challenge-Raum einfach dieser Sound. Okay. Oh, ich habe einfach die ganze Zeit ein Dauergrinsen auf der Backe gerade. Hier müsste nur ein bisschen noch mit an der Textur bearbeitet werden. Aber wenigstens wurde der Sound schon angepasst. Das ist doch auch schön. Okay, und wenn man rausgeht, dann muss da auch noch der Sound verändert werden. Ja, aber wie gesagt, einige... Ach, hier ist auch der Boden noch nicht anders. Oh, das ist schade. Einige Sachen sind halt auch nicht verändert. Ich glaube... Vielleicht ist auch nur der Basement verändert. Kann auch sein. Ist halt viel Arbeit. Er meint, er hat jetzt schon 17 Stunden da drin verbracht mit seinem Mod. Und... Ja, ihr seht ja, wie weit es ist. 17 Stunden Arbeit bisher reingesteckt. Das ist echt krass. Aber dafür sieht das bis jetzt auch cool aus, finde ich. So. Ja gut. 5 weitere Bomben. Haben wir nichts gegen, oder? Nee, haben wir nichts gegen. So. Finde ich nur komisch, dass es als Mod erkannt wird, wenn man die Steinfarben verändert. Aber alles andere ist okay. Man darf nur diese Steinfarben nicht verändern. Obwohl das ja auch nur Bilder sind. Davor dachte ich nämlich nur, die XML-Dateien wären böse sozusagen. Aber nein, irgendwie hat das Spiel auch was gegen Bilderveränderungen manchmal. Aber nicht gegen alle, nur gegen einige. Richtig komisch, aber gut. Komm, wir fliegen. So ist das easier. Easier, einfacher. Man kann auch Deutsch reden, Dizzy. Man kann auch Deutsch reden. Ist nicht so eine schwere Sprache, wenn man das jetzt Muttersprache hat. Ist logisch, oder? Ja. Haben die nicht mehr was gedroppt für uns? Ach, ihr seid nette Gegner. Ihr seid süß und nett. Oh, ganz viele Bomben für uns. Es droppt übrigens alles doppelt, weil wir dieses Wraith from Above gekauft haben. In dem Teufelsraum. Damals, wisst ihr noch, in der letzten Ebene. Das ist übrigens eine XL-Ebene, oder? Ja. Das heißt, es wird 2 goldene Räume geben und auch 2 Bosse. 2 Bosskämpfe. Das bedeutet, dass wir vor allem noch einen goldenen Raum finden müssen. So. Ja komm, wir haben so viele Bomben, dann können wir auch mal nachgucken. Yay! Speed und Range Up, dankeschön. Noch ein bisschen Geld, ja, ist okay. Wie schnell sind wir denn jetzt? 3? Hä? Hatten wir nicht 2 Speed-Up-Pillen? Und jetzt noch diesen Pilz? Stu, Bombsaki. Ja. Lassen wir erstmal so. Wenn wir Bomben brauchen sollten, dann können wir das ja nochmal einsetzen. Okay, gehst du bitte auf? Hallo? Immer zu Hause? Okay. So. Wir werden das blaue Herz kaufen, sobald wir noch ein halbes Leben verlieren. Da, bam. Dein Ernst? Okay, wir lassen uns einmal treffen. Dankeschön. So, und dann holen wir uns das blaue Herz, damit wir ein bisschen sicherer sind und mehr nicht. Obwohl, nee. So, tschüss. Jo! Was haben wir denn jetzt bitte für ein Trainerpunkt? Und da seht ihr... Ah ne, blau ist 5. Okay, dann war das rote doch 10. Nee, hä?
Der blaue sind... Oh, ich habe Scheiße erzählt. Die roten sind ja sowieso immer 10. Oder... Hä, war rot nicht... Was war denn jetzt 20 und... ich bin voll verwirrt. Shit. Die blauen waren 5. Die grünen waren 1. Die lilanen waren 200? 100? 50? Keine Ahnung. Oh Gott. Okay, ich rede mal lieber nicht weiter. Ich bin eigentlich ein Zelda-Fan und weiß das nicht. Das ist irgendwie traurig. Ich weiß nicht, wie die Rubine aufgeteilt sind. Schön, was bist du? Oh nein. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Na gut. Leider nichts bekommen. Dann setzen wir das ein, da Bomben irgendwie wichtiger sind. Irgendwie nicht, aber trotzdem wichtiger sind. Können wir nicht irgendwie fliegen mit irgendwas? Nee. Na gut, wir haben ja noch ein paar Räume vor uns. Das ist ein halbes Herz, das haben wir natürlich nicht ein. Wir sind ja nicht blöd. Okay, wie stark sind... Yo, voller Damage. Wegen dem Pentagramm oder wie? Und was hatten wir noch? Ah, und wegen der Blutlust natürlich. Das wird also in der nächsten Ebene wieder wegfallen. Geheimraum ist dann hier oben oder wie? Da? Auch ne. Was? Was? Geheimraum? Wo ist der? Ich liebe diese Musik. Ich liebe sie so sehr, 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 sehr. Ja, wenn ihr diesen Bot auch haben wollt, dann einfach aufs Subreddit The Modding of Isaac gehen. Und dann sollte das relativ weit oben stehen. Heißt auf jeden Fall The Legend of Zelda Mod. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielen Dank, Duckbomb. Ich habe ganz vergessen, dass wir dich hatten. Haben wir hier nachgeguckt? Ich glaube nicht. Dann da. Danke. Ich hoffe halt wirklich, dass sie das nicht irgendwie claimen. Also sagen, dass ich hier irgendwie Urheberrechtsverletzungen mache. Oh nein, wieso habe ich das aufgesammelt? Oh shit. Schüsselmenüssel. Egal, gehen wir zum Boss. Hallo Gödi. Mal ehrlich, warum habe ich diese Dinger Okay. Wir machen sehr, sehr viel Schaden, wie es aussieht. Mehr als viel. Krass. Und wir nehmen natürlich den Pilz mit. Wofür noch kleiner werden. Wir wollen größer werden und... Oh nein. Sind wir wieder so stark. Da war, glaube ich, noch irgendwo ein Automat, oder nicht? Haben wir den in die Luft gesprengt? Ist nicht dein Ernst. Wir haben jetzt nicht echt den Automaten in die Luft... Doch. Oder wo war der Automat? War der im Shop? Hä, irgendwo war doch ein Blood-Donation-Automat, oder nicht? War das nicht in dieser Ebene? Okay. Dann nicht. Nee, scheinbar wirklich... What? Okay. Gut, dann gehen wir einfach zum zweiten Boss. Jetzt sind wir leider nicht mehr so... Okay, doch, wir haben immer noch volle Stärke. Warum auch immer. Vielleicht wurde es auch einfach nur nicht geupdatet. Ich meine, unsere Tränen sind nicht mehr rot, aber wir machen trotzdem noch sehr viel Schaden. Okay. Und wir nehmen das HP ab oder den Tears ab. Wir nehmen das Tears ab. Shotspeed ab ist... Schade. Ist nur Shotspeed ab. Ja gut. Dann gehen wir weiter runter. Schade, dass der Boden nicht mehr anders ist. Das hat mir im Basement richtig gut gefallen, ganz oben. Muss ich sagen. So mit dieser grünen Fläche und alles. Das sah viel freundlicher aus. Was ist hier für eine Musik? Okay, die Musik wird auf jeden Fall immer düsterer. Wie auch im normalen Spiel. Okay, und ich finde meine Tränen ziemlich doof gerade. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ja,
Ja, wenigstens machen wir viel Schaden, aber dass sie so komisch jetzt die ganze Zeit umher schwingen, ist nicht ganz so cool. Oh, hoffentlich finden wir bald ein neues Trinket. Bitte. Noch einer. Hilfe. Nein, da kommt noch einer. Wow. Yo, einfach 4 Stück. Okay, Mama. Okay. Okay, wir sind zu schlecht, das Feuer auszumachen. Achso, und hier, ich habe Teratoma verändert. Jetzt ist das so eine kleine Katze. Ist das nicht süß? Wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass das eine Katze ist. Warum aus einer Katze Spinnen rauskommen, frag mich nicht. Hat die Katze Spinnen gegessen? Yummy. Spinnen sollen ja gesund sein. Warum die noch leben? Keine Ahnung. Ist halt so. Lass die Katze doch essen, was sie will. Und wie sie es will. Ob sie die nun aufisst oder... Also ob sie die jetzt lebendig lässt oder nicht, ist doch egal. Wenn es der Katze schmeckt. Hier ist aber ja wirklich fast gar kein Sound mehr, oder? Okay, das ist ein bisschen krass. Hilfe. Geld. Gib mir das Geld. Ich will das Geld. Geld. Wir sind auch schon voll der Zombie irgendwie. Genauso wie unser Kind. Wir passen uns unseren Kindern an. Vielleicht seht ihr das als Mod, weil es einen Mod gibt, der die Steine, die Ecksteine hervorhebt. Und das will der gute Edmund nicht. Und deswegen hat er gesagt, nee, Steine müssen so bleiben, wie sie sind. Danke für das doppelte HP ab. Und... Danke für das blaue Herz? Fragezeichen. Okay. Danke für das blaue Herz. Und hier unten ist sogar noch ein Stein. Ich will da eigentlich den ganzen Tag drin stehen bleiben. Aber geht nicht. Geht nicht. Warte, wir... Nee. Ah, wir hätten Mom besiegen können und dann einen Rush machen können mit Eve. Naja, egal. Ob da dann 8 Items sind, weil wir dieses Sears Options-Ding haben. Also im Boss Rush statt 4, 8. Weil das verdoppelt ja meiner Meinung nach alles. Alle Items, die droppen. Kann sein. Kann, aber ist wahrscheinlich nicht so. So. Hilfe, 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 Hilfe. Lass mich in Ruhe. Aua. Ich mag meine Tränen nicht. Meine Tränen sind doof. Das hätten wir wieder schlauer machen können, indem wir das hier hinsetzen. Um auch gleichzeitig noch nach einem Supergeheimraum zu suchen. Aber na gut. Habe ich wieder nicht dran gedacht. So. Wo waren wir denn noch nicht? Hier links. Haben wir den Geheimraum eigentlich schon gefunden? Ah! Der zieht einen ran. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Was? Okay. Du blöd Mann. Oh, jetzt können wir da nicht rein. Hätten wir mal die Lavas-Karte mitgenommen. Haben wir jetzt schon... Nee, wir haben noch keinen Geheimraum gefunden. Das heißt, da könnten wir mal gucken. So, ich hoffe, die gehen alle kaputt. Sehr schön. Und wir werden sogar rausteleportet und kriegen einfach ein richtig OPs Item. Nehmen wir natürlich mit. Ih, jetzt sehen wir aber komisch aus. Wenn wir jetzt getroffen werden, dann besteht die Chance... Auf Herzen. Einfach mal so salopp gesagt. Aber ja, ist so. Dann können Herzen droppen. Also ist das Item ganz toll. Ganz toll ist das. Na, super Geheimraum wenigstens. Immerhin das. Und a Missing Page. Ist auf jeden Fall besser als das Ding, das wir da eben hatten. Wo ist denn jetzt aber der normale Geheimraum? Wir haben ja jetzt schon fast überall geguckt. Das wäre jetzt... sinnlos, nicht auch noch den letzten anzugucken. Dann ist er wahrscheinlich hier? Fragezeichen. Okay. Aber da rechts habe ich, glaube ich, geguckt gehabt hier, oder? Ach Gott. Egal, wir behalten die eine Bombe. Und kriegen einen Gegner. Ja, ein Gegner! Ich liebe Gegner! Au! Was soll das, hä? Oh, ich dachte, wir wären bei Mom, aber das ist gar nicht Mom. Du bist ja gar nicht Mom, haha. Wir sind also erst in der 5. Ebene, okay. Wir lassen uns wieder sau Zeit, merke ich. Und du tust uns diesmal nicht weh. Okay. Aber da haben wir wenigstens unser blaues Herz bekommen durch unser Item.
Und wir nehmen das Ding hier mit. Damage und Rage Up ist doch immer schön. Damage Up ist immer doll. So, können wir irgendwas noch aufsammeln? Nö. Na dann. Volle Herzen. Oh, zählt ihr das als volle Herzen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir hätten volle rote Herzen haben müssen. Na, was ist hier für ein Sound? Okay. Safety Cap. Die gute alte Safety Cap. Dann droppen mehr Pillen. Mehr Pillen droppen. Ob das so gut ist, wollen wir die mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen die Safety Cap mit. Wir nehmen sie einfach mal mit. Wir tauschen unsere Trinkets aus wie so ein, wie unsere Unterwäsche einfach. Macht ja nichts. Der. Yay, Mr. Mega, nee, Mr. Bomb, Mr. Wie heißt der? Mr. Boom. Mr. Boom, haben wir wenigstens immer eine Bombe dabei. Der ist doch auch nicht so schlecht. Okay, wieso? Hä? Der hat sich gerade ein bisschen verpackt, kann das sein? Der. Wo wollen wir denn mal hin mit unserem roten Auge? Wo wollen wir denn mal hin? Vielleicht hier hin? Ich glaube nicht. Naja, unsere Bombe dürfen wir natürlich nicht verschwenden. Und die werden sich alle selber töten, indem sie einfach über die Stacheln laufen. Seht ihr? Sie töten sich einfach selber. Es sei denn, der tötet mich jetzt. Dann bin ich tot. Aber macht er nicht. Weil Scheißhaufen sind immer nett zu uns. Weiß man ja. So. Hi. Tschüss. Lol, wir haben echt den Boss gefunden. Okay. Ist auf jeden Fall Mom. Mutti, Schnutti. So, ich glaube, unser Freund... Nee, okay. Ich dachte, dem fehlt noch ein halbes. So, goldenen Raum hatten wir schon. Ja gut, dann gehen wir einfach zu Mom. Warum nicht? Sogar hier ist eine andere Musik. I like that mod. I like that mod really, really much. Was war das da eben für ein Schatten? Hey, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und wir haben something sticky. Was? Haben wir ernsthaft noch nie mit Eve Mom besiegt? Doch, haben wir doch. Wieso haben wir das jetzt bekommen? Was haben wir gemacht? Wir brauchten länger als 20 Minuten. Hä? Verstehe ich nicht. Gut, ja, warum nicht? Tschüss. Ich liebe die Musik. Okay, also die Musik hat er wirklich überall verändert. Nur die ganzen anderen Sachen nicht. Warum überall diese blöden Augen? Ich hasse Augen. Ich hasse euch Augen. Stirb einfach, Auge. Stirb einfach. Stirb einfach, ja? Danke. Oh, ich will darüber. Aber ich darf nicht. Ja gut, das wollte eigentlich ich haben. Da kam, aber gut. Wenn du es haben willst, dann nimm es einfach. So dringend brauche ich das auch nicht, Darkbam. Hast recht. Ich habe Angst, dass ich dein Leben verliere. Komm, wir schubsen einfach eine Bombe rüber. Das ist sicherer. Bad Trip. Yay, Bad Trip ist eine coole Karte. Nehmen wir Bad Trip mit. Nehmen wir das mit. Wird jetzt zu einer Full Health Pille, wenn wir nur noch ein Leben haben. Wird uns bestimmt nochmal den Hintern retten. Achso, unser Ziel ist natürlich Satan. Wir wollen Satan besiegen. Den guten alten Satan. Satinati. Damit wir endlich mal das Negativ bekommen. Denn dafür müssen wir den, glaube ich, nur noch ein einziges Mal besiegen und die werden sich sowas von frei machen. Nicht? Okay, haben wir schnell genug hinbekommen. Was ist das hier für ein Raum? Komischer Raum. Was bist du für ein Raum? Ein einfacher Raum. So, hallo. Hallo, Teratomo. Da sieht man's. Eine Katze. Ist das nicht süß? Das ist doch total süß. Ich finde das süß.
Ich finde das süß. So, ein Lippenstift oder der Löffel war Speed Up, oder? Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir Range Up. Jojo. Wie weit. Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Dingsraum ist. Dass hier ein Teufelsraum ist. Egal, besiegen wir noch mal kurz Krampus. Mit einer Bombe. Nimm dies. Und wir kriegen Lump of Coal. Okay. Passend zu Weihnachten kriegen wir die Kohle. Je weiter unsere Tränen fliegen, desto größer werden sie und so mehr Schaden machen sie. Gut in Verbindung mit unserem Range-Up, das wir eben bekommen haben. Und hier ist sonst kein Stein, der uns was nützen könnte. Also gehen wir weiter runter. Oh, wir sind ja mal richtig gut mit Eve. Das liegt bestimmt an der neuen Musik. Anders kann ich mir das nicht erklären. Uah. Bitte nicht wehtun. Vielen Dank. Die Schlüssel sind auch einfach solche Boss-Schlüssel. Ach ja, ach ja. Ich finde das schön. Was wir jetzt einfach noch finden müssen, wäre ein Würfelraum. Wäre ich mal gespannt, ob die sich auch verändert haben. So. Hallo? Wo bist du? Da unten. Au. Ey. Wo bist du jetzt? Oh, jetzt lauf doch nicht weg. Wo ist er, da ist er. Stirb jetzt einfach, danke. Okay, noch eine Bad-Trip-Pille. Gut. Das Spiel will uns leiden sehen. In der Weihnachtsbäckerei gibt es ganz viel Scheißerei. Zwischen Pipi und Kaka ist ganz viel Scheiße. Und dann noch ein paar Schlüssel in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wir gehen zum Boss. It lives! Oh no, it lives! Was hat man dir nur angetan, it lives? Warum bist du gegen uns? Wieso nur? Okay, wir machen ziemlich guten Schaden und sie tötet ihre eigenen Leute. Gut, wenn du uns helfen willst, dann ist alles gut. Hilfen? Du willst uns helfen? Au! Mensch Mutti, hör auf, uns so viel Leben abzuziehen. Wow, Baby. Ja gut, wir wollen natürlich zum Teufel. Wollen wir den offiziellen... Ja, wir müssen jetzt den offiziellen Weg gehen. Gehen wir den offiziellen Weg, haben allerdings wieder nur 4 Leben. Das erinnert mich gerade an die letzte Folge. Ach ja, die gute alte letzte Folge. Ich will nicht drüber reden. Gott, ey. Gut, kriegen wir auf jeden Fall ein blaues Herz. Danke. Rote Herzen sind natürlich auch gut. Wenn wir dadurch ein paar mehr leben. Oh, nee. Dein Ernst? Seit wann können die schießen? Ach so, und diese... Oh, fuck you. Hab dich auch lieb. Ich wollte irgendwas sagen. Ach so, die Münzen... Oder die Rubine. Oh nein. Besser gesagt. Was seid ihr denn für Assi-Gegner? Jo, ist okay. Tötet mich einfach. Ich bin tot. What the fuck? Die glitschen noch ein bisschen rum. Wackeln so hin und her. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Das will er auch noch fixen. Jetzt haben wir allerdings keine Leben mehr. Ach doch, wir haben eine volle... Gut, dass wir die Pille mitgenommen hatten. Das wäre eben ein ganz schön böser Raum. Irgendwie. Geld. So, jetzt können wir auch mal gucken, wie viel die einbringen. 5, ja. Hä? Vorhin war aber eine rote, als ich das getestet habe, auch 5. Nee, da waren 10. Und 10 stimmt ja auch. Oder waren rot 20? Bin gerade ein bisschen unwissend, kann das sein? Aber das kennt man ja. So, was haben wir hier für einen Raum? Eine 4. Was macht die 4? Okay. Was hat die 4 gemacht? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht alle Items auf der Ebene. Jo, ist okay. Die blöden Geister. Und dann kesseln sie einen einfach ein. Von überall. 2 Stück leben noch, glaube ich.
Nur einer? Okay. Ah, ja, toll. Okay, danke. Das will ich nicht. Genau, teil du dich einfach mal auf und dann stirbst du und dann ist alles schön. Danke. Boss, jetzt sind wir einfach im Kreis gelaufen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir den Teufel wieder nicht besiegen. Was echt schade wäre. Aber an sich machen wir wenigstens mehr Schaden als letztes Mal. Also als ein Blue Baby, nicht bei der Challenge. Oh Gott. Da dachte ich fast, ich würde ihn noch davor besiegen, aber nee. Die explodieren. Und die kommen einfach von der anderen Seite. Das finde ich auch richtig assig, aber gut. So, wir haben 3 Bomben, wir haben ganz viele ganz viel Geld. Nee, hört auf mich anzuschießen. Mann, ihr blöde Jane. Lucky Toe? Was? Den hatten wir noch nicht freigeschaltet? Okay, scheinbar kriegt man den, wenn man ganz viele von diesen Shopkeepern tötet. Okay, wir haben leider keine Herzen mehr gefunden. Jetzt sammeln wir noch kurz das blaue Herz da oben auf. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Boss mit 4 Leben besiegen. Ist ein bisschen schade, aber naja. Können wir ja nichts gegen tun. Ha. Wir könnten höchstens noch nach einem Geheimraum suchen. Nach einem Geheimraum suchen. Ja, und das war's dann doch schon. Hallo Satan! Ich habe eine Bombe für dich. Bin ich nicht nett heute? So. Concentration ein bisschen. Dann wird das auch was. Oh, ein halbes Leben. Dankeschön. Wow, wir machen richtig viel Schaden. Okay, aber er auch. Das dürfen wir nicht vergessen. So, ich würde sagen, wir setzen da einfach mal eine Bombe hin und hoffen. Oh, wir haben sogar getroffen damit. Nice. Hä, das wäre ja richtig lächerlich, wenn wir jetzt einfach mit Eve den Teufel besiegen. The fuck? Das kann nicht sein. Eve ist einfach der schlechteste Charakter, dann installierst du einen Zelda-Mod und dann wird das einfach in unter 40 Minuten, was? Dein Ernst? Ich freue mich gerade. Okay, schön. Aber die Cutscene ist irgendwie immer dieselbe, ne? Ja. Tjo. The Wazer. Das Negativ endlich mal. Was auch immer das Negativ... Ich glaube, das Negativ bringt, dass man zum Super-Satan kommt, oder nicht? Ich glaube schon. Gut, wir haben das Negativ. Aber geil. Dann gehen wir das nächste Mal zum Super-Satan. Wo wir allerdings, glaube ich, nicht rein können, weil wir die beiden Schlüsselteile noch nicht haben. Einfach mit Eve. Voll geil. Ich hasse Eve und trotzdem haben wir es geschafft. Ja gut. Hatten aber auch guten Schaden. Ja, dann hoffe ich, hat euch dieses kleine Special gefallen. Eigentlich war das kein richtiges Special. Es war einfach nur neue Musik und in der ersten Ebene sah es alles ein bisschen anders aus. Aber die Musik ist doch voll geil. Ich mag das. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr bis jetzt diesen Mod findet. Der wird halt noch viel besser. Oh, jetzt habe ich das Spiel beendet, aber ich kann trotzdem noch weiter labern. Ja, wird noch viel besser. Er macht da noch viel weiter. Er möchte noch alle Items verändern. Er möchte noch, dass The Bomb und so anders aussieht. Bin ich mal gespannt, was noch aus diesem Mod wird.
Ihr könnt den ja auch mal verfolgen oder auf jeden Fall einen Daumen hoch geben auf seiner Reddit-Seite da. Einfach reddit.com/r/TheModdingOfIsaac und dann heißt das Complete Zelda Mod oder sowas. Und dann einfach mal Pfeil nach oben und dann könnt ihr ihn unterstützen und dann weiß er, ja, die Leute mögen das. Und dann ist das alles ganz toll. Gut, dann würde ich sagen, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet bei The Binding of Isaac Rebirth. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.